Wie können wir, also bei Finanzen haben wir jetzt keinen Mangel an Kennzahlen, aber wie können wir die anderen Bereiche messen? Noch einmal, wir haben Finanzen, wir haben Mitarbeiter, manche nennen den Bereich Mitarbeiter auch den Bereich Innovation. Wir haben die Prozesse und wir haben die Kunden. Wir haben vielleicht ergänzend noch die Lieferanten. Wie können wir messen? Wie können wir zum Beispiel im Bereich Mitarbeiter messen? Wenn du es nicht messen kannst, musst du es messbar machen. Also wie machen wir es im Bereich der Kunden, um eine Balance Scorecard zu entwickeln? Welche Kennzahlen? Wie können wir den Bereich Mitarbeiter messen? Gebt mir Kennzahlen. Ja, Sie. Ja, Sie. Gebt mir Kennzahlen, um den Bereich Mitarbeiter zu messen. Im Bereich Finanzen können Sie mich jetzt totschmeißen mit Kennzahlen. Mitarbeiter. Mitarbeiter. Das wäre für Kunden. Ja, okay, machen wir erst Kunden. Reklamation. Wir machen eine Reklamationsstatistik, zum Beispiel. Ja, wir können Kunden auch befragen. Wir können Reklamationsstatistiken erstellen. So können wir den Bereich Kunden und die Kundenzufriedenheit messen. Okay. Im Bereich Mitarbeiter. Feedback der Mitarbeiter. Auch Mitarbeiter können wir befragen, Feedback messen. Wir können es skalieren. Wir können es in Form von Säulendiagrammen auswerten und so weiter. Wir haben das alles besprochen. Ja, das können wir alles tun. Was noch? Ja, genau, das hatten wir gerade. Mitarbeiterbefragung, ne, das können wir machen. Aber was noch? Welche Kennzahl? Welche Kennzahl wird eine der wichtigsten Steuerungsgrößen der Zukunft werden? Antwort: Fluktuation. Mitarbeiterfluktuation und Krankenstand sind zwei wichtige Kennzahlen, die wir ohne große Befragungsaktionen messen können. Prozesse. Vier Bereiche. Ja, vierter Bereich, Prozesse. Wie messen wir Prozesse im Rahmen einer Balance Scorecard? Was können wir tun? Ist alles kein Dogma, alles Ideen, alles Möglichkeiten. Ja? Kaplan und Norton haben gesagt, macht es für euch selber. Macht eure eigene Balance Scorecard. Aber wie können wir Prozesse messen? Nun, was sind wesentliche Faktoren von Prozessen? Zum Beispiel, ja, wie immer, Zeit und Kosten. Mit Zeit und Kosten kommt man schon mal weit. Ja, also messen wir bei den Prozessen auch, wie lang dauert der Prozess, Durchlaufzeit ganz genau und Kosten. Haben wir wieder Kennzahlen. Ja? Lieferanten zum Beispiel, Liefertreue, Pünktlichkeit, ja, Kosten. So. Ja? Vier Bereiche abgrenzen zum Beispiel und dann über Kennzahlen messbar machen. Und dann haben wir so etwas wie ein Cockpit. Das ist die Balance Scorecard. Das ist die Idee. Ja? Gar nichts Schweres, gar nichts Kompliziertes, aber eine Verschiebung des Schwerpunktes weg von den Finanzkennzahlen als einzige Steuerungsgröße. Das ist die Grundidee oder das, was Kaplan und Norton uns geschenkt haben. Seid nicht immer nur fixiert auf die Finanzkennzahlen, sondern schaut auf die anderen Bereiche. Schaut auf eure Mitarbeiter, die sind nämlich extrem wichtig. Schaut auf die Kunden, da hängt eure Existenz von ab. Ja, würde der Manager der alten Schule sagen, wenn doch der Cashflow stimmt, dann ist doch auch mit den Kunden alles in Ordnung. Nein, das ist eben nicht immer so. Man kann doch auch pushen. Ja, man kann zum Jahresende sagen, so jetzt Leute noch mal raus, beim Kunden die Abschlüsse reinholen, dann stimmen die Zahlen zum Ende des Jahres und im Januar kommen die Stornierungen. Das soll schon vorgekommen sein. Ja, dass der Außendienst noch mal richtig heiß gemacht wurde. Die haben dann die Aufträge reingeholt. Die haben es vielleicht ein bisschen beim Kunden übertrieben. Ja, so ein bisschen mehr Druck ausgeübt, als vielleicht gut war. Und der Kunde hat unterschrieben, um seine Ruhe zu haben. Und dann kommt im Januar der Storno. Ja? Und dann ist eben die Finanzkennzahl sogar irreführend. Weil die Finanzkennzahl vielleicht gestiegen ist, aber die Kundenzufriedenheit gesunken ist. Also auf mehrere Dinge schauen. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.